Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play League of Legends. Yo, ich spiele wieder ein paar Runden League of Legends, gerade weil ich auch im Moment kein Overlord aufnehmen kann. Das hat den Grund, dass durch einen Bug bei Overlord sozusagen das Ziel der 100% Korruption in Gefahr war und ich somit erstmal Overlord wieder vom Anfang an bis dahin spielen kann und darf und muss. Und oh, ich habe was vergessen. Ah, fängt schon gut an. Und ja, deshalb spiele ich erst mal für diese Woche League of Legends 2 Runden und ich habe auch vor, League of Legends wieder ein bisschen intensiver zu spielen. Das heißt, ich habe mir als Ziel gesetzt, jeden Char in League of Legends mindestens einmal zu spielen. Die ersten zwei Folgen habe ich jetzt mir erstmal selber einen Char ausgesucht und zwar meine zwei Haupt-Carries, Caitlyn, welches ich schon gestern aufgenommen hatte, und Ashe, was heute aufgenommen wird, ja, wann auch sonst. Und ja, das halt ein bisschen im Voraus dazu gesagt. Ihr könnt dann in den Kommentaren immer schreiben, welchen Char ihr als nächstes gerne sehen würdet. Und wenn ihr Tipps zu meiner Spielweise oder für gute Item-Builds habt, immer schön in die Kommentare posten. Freue ich mich immer über Feedback. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier durchgängig das kommentieren werde und dann einfach Musik in den Hintergrund schneide. Werden wir mal sehen, wie es läuft. Die Runde mit Caitlyn, kann ich schon mal sagen, ist überraschend verlaufen, also es ist recht spannend gewesen. Und ja, mal sehen, wie es hier läuft. Erstmal hier Jungler ein bisschen supporten. Zumindest angucken, was er hier so macht. Meine 100% will ich jetzt nicht unbedingt eine Mobs verschwenden. Ich weiß ja auch gar nicht, was ist Katus? Katus ist mit der Garnier, der ist top. Ramos Jungler und ich habe als Supporter Blitz. Blitzcrank, voilà. Na, schlag zu. Ich habe hier 100% Crit, ich hau den doch nicht weg einfach. Ich bin hier nur zum Überwachen da. So. Dann mal unten ein bisschen Vayne auf den Nerv gehen. Was hat hier eigentlich Support? Niederle, hä? Da! Nein! Ja. Speer! Hier, Blitzwing, geh mal vor mich. Sollte wahrscheinlich überleben, aber ich überlebe auch. Schade eigentlich. Halt, Moment, ich hab ja Heiltränke, Mensch. Ist wieder last hitten, wie ein Blöder. So. Sowas kein Bock auf Niederle. Der ihre Sperre tut nämlich höllisch weh. Wir sind so spitz. So. Ah, die Niederle hat aber auch ein Glück, ey. Das ist nicht zu fassen. Eigentlich Blitz, auch der geht weg. Vielleicht auch nicht ganz so aggressiv spielen. Ich meine, Ashe hat ja nicht gerade so viel Leben. Bei Niederle habe ich immer Angst, dass er irgendwie von irgendeiner Ecke ein Speer geflogen kommt, wie dieser.
Ich stelle mich auch beim Last Hitten gerade an wie ein, der erste Mensch. Ein bisschen ändern. Zwischendurch mal hier ein bisschen Schaden rausdrücken. Ja, bitte. So muss das aussehen. So, jetzt noch einen guten Job raushauen. Na, schade. Ist er weggerollt. Und ich würde sagen, ich gehe erstmal back. Sorry, doch alles gut gemacht. So, hier dann vampirisches Zepter für Lebensraub ein bisschen. Und dann können wir uns nicht ganz den Schuh leisten, aber einen Heiltrank. So, und dann auf. Niederle und Wayne noch ein bisschen in den Arsch treten. Wie sieht es eigentlich auf den anderen Lanes aus? Noch relativ normal. Brand ist ein bisschen Vorteil, Kato ist noch nicht Level 6 und Niederle hat oben auch ein bisschen Probleme. Ich weiß nicht, Riffen habe ich zwar auch, aber ich komme top einfach nicht klar. Ich bin kein typischer Top-Spieler. Das ist, nee, ist nicht meine Lane. Mid und Bot schon eher, so als Supporter oder AD-Carry, aber so Jungle und Top, nee, nie gekonnt, nie wirklich. Kommt. Mal sehen, was daraus entwickelt. Okay, geht wieder Mitte. Vayne ist auch gerade nicht zu sichten. Ist bestimmt entweder irgendwo im Busch oder ist weggegangen. Ja, weg. Ne, da war es irgendwo. Ah, ne, das war. Wie nennt sie sich nochmal? Diana. Genau, Diana. Mal sehen, ist immer noch da? Nein. Ah, das ist Vayne. Auch gerade meine Seifen ins Nichts. Da war ein Speer. Okay, Ulti, mal sehen. Lohnt sich leider ja noch nicht. Obwohl ich sie immer gerne raushauen würde. Niederle rumhängt. Schade. Traue ich mich schon? Wie fährt sie denn? Die Hälfte sehe ich. Ne, 250. Oh nein, ich hatte nicht genug für Salve. Oh shit. Und ich habe. Gut, hat er. Gut Job, Kratos. Wenn ich nicht so blöd gewesen wäre, hätte ich ihn selber gehabt, aber naja. Hat er gut aufgepasst. Und ich habe keinen Mana mehr. Ah.
Achso, Karthus ist gestorben, aber das war wahrscheinlich dann wieder so eine Ulti, wo er dachte, mache ich noch so viel Schaden vor dem Tod. Zumindest mache ich es immer so. Wenn ich fast sterbe, einfach nochmal. Stirb. Einfach nochmal eine Ulti hinterher. Ist zwar jetzt nicht so, was man mit Karthus machen sollte, aber naja. Ist auch bei mir immer so. Panik, ich bin gestorben, einfach Ulti. So, erstmal hier mal gucken. Dürfte ja gleich wieder da sein, ne? Ja. Bam. Na, schade. So, dann erstmal weg. Oh. Ah. Tasten. Ah. Okay, mal sehen, was holen wir uns denn? Natürlich ein VG-Schwert oder Riesenschwert. Finde ich sowieso bekloppt. Ich, die ganzen Namen, die das Schwert schon hatte. VG, BF oder was war's? Riesenschwert ist es ja jetzt. Genauso wie Schattenklingen damals. Hieß noch Schattenklingen. Und jetzt, wie heißt es jetzt? Phantomtänzer. Erschreckend, das Item mit dem Namen Phantomtänzer. Tanzen wir die Gegner zu Tode. Schattenklingen. Das ist richtig männlich. Naja. Ja, Nidale macht wieder Stress. Vayne könnte wieder sterben. Zumindest wenn ich diesmal es richtig mache. Nicht so wie vor uns. Och, Nidale. Lass es. Es tut weh. Ist nicht nett. Nein, Mann. Scheiß Tom. I see you. Bam. Meins. Ich muss sagen, läuft eigentlich recht angenehm im Moment. Vayne kann man auch kriegen, aber dafür müsste sie erstmal ein bisschen weiter weg von ihrem Turm. Oder Blitzcrank macht einen epischen Grab. Grab, oh. Aussprache, perfekt. Jetzt kommt ein Diana. Ah ne, Drachen soll man machen. Ich glaube, ich werde trotzdem noch so ein bisschen Musik im Hintergrund abspielen lassen. Weil ich habe den Ingame-Sound ein bisschen ausgeschaltet. Hey! Meins. Ja, sehr klar. 402, ah, das sieht doch gut aus. Und dafür, dass ich vor ein paar Wochen noch so ein Tief mit Carries hatte, ich konnte echt kein Carry spielen. Es war so schlimm, ich habe immer irgendwie gefeedet und das war nicht gerade sehr angenehm fürs Team. Auch wenn wir ein paar Runden glücklicherweise durch die Teamglieder von mir gewonnen hatten. Aber ich denke mal, so langsam wird es besser. Wenn auch nur langsam, aber es wird. Und weiter auf den Turm und weiter auf den Turm. Achso, da ist ja Diana. Ach komm, die ist wieder weg. Einfach den Turm kaputt hauen. Einfach den Turm. Einfach den Turm. Einfach den Turm. Es funktioniert. Oh, shit. Riffen. Nein, aus. Aus. Nein, böse Riffen. Ich bleib hier noch Mitte, obwohl unten auch was gemacht werden müsste. Also die haben da auch zu tun gerade. Es ist gerade ein bisschen schwierig. Oh Gott. Ah, da war die Ulti. Da konnte ich nicht allzu viel machen. Ich frage mich sowieso, das ist auch so ein Problem bei mir. Ich setze immer Flash ein, auch wenn ich weiß, ich komme eigentlich nicht mehr weg. Einfach noch ein Flash hinterherhauen könnte ja was bewirken, ne? Naja. Ja, das war's dann mit der 4-0. Naja. Ist auch nicht der Weltuntergang. So, was ich mal ein bisschen mitnehmen könnte. Hier so ein bisschen Mana, da ein bisschen Leben, da noch ein bisschen Mana. Ja, das haut schon hin. Okay. Wie viel brauche ich eigentlich für diese verbesserten Schuhe? 650. Hm, ist noch ein bisschen. Und macht jeder Leute den Turm kaputt. Ich frage mich manchmal, was meine Teammitglieder machen.
sind tot und lassen das da unten zu. Obwohl, ich hätte auch vor uns hier runtergehen können, aber naja, der Mittturm ist mir immer noch ein bisschen lieber. Bam. Och, nein, 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 komm. Schade, dafür habe ich meine Ulti raus. Ja, das ist ein Ramos. Ramos! Roll dich! Roll! Okay, die ist weg. Schade. Bisschen Mana uns mal wieder geben. Hat er gerade ein bisschen was verpulvert. Das ist eine Diana. Solange sie nicht hier unten ist, bin ich darüber sehr glücklich. Das ist eine Vayne. Die macht es einen auch nicht gerade einfach. Verpiss dich. Was hat die schon? Lauftempo, Angriffstempo und kritisch. Okay, nichts was Schaden macht. Da liege ich ja ein bisschen besser da. Jetzt meine Ulti, ey. Sie würde so sterben. Wo ist eigentlich Nidale? Quatsch, Nidale, doch, Nidale, die gegnerische. Fehlt ein bisschen, ne? Okay, bringt mir ja jetzt nichts, irgendwo hinzurennen. Sinnlos. Jetzt haben wir noch ein bisschen Minions. Alle top. Da mache ich mit Bot noch ein bisschen mehr Stress. Zack, zack, zack. Und nochmal was für die Ulti. Zack, noch eine Salve hinterher. Und dafür noch ein Heiltrank. Quatsch, Mana-Trank. Gerade recht entspannt hier unten. So, jetzt erstmal weg. So. Kam da gerade was geflogen? Nee, hä? Gut. Keine KDU. Und wir haben noch keine 650. Schade. Das ist schön. 12-7, ja, läuft gut. Ein Drittel aller Kills zu haben, ja, ist schön. Okay, gehen wir mal zum Red Buff. Ich meine, in der Mitte ist gerade. Top ist was los. Ah, das sieht nicht gut aus. Nein, nee, eben. Doppeltötung. Ah, den krieg ich nicht ganz. Ah, gut, da war ich zu gierig, zu gierig. Schade. Naja. Da wollte ich eine Dreifachtötung. Ah ja. 6-2, kann man nicht meckern. Blitzcrank macht das ja. Ah, schön. Kriegt er ein N1. N1. Schön gemacht, schön gemacht. Okay, Nidale ist unten, hat aber noch ein bisschen Platz bis zum Tower. Ist ja der erste schon weg. Ja, sieht eigentlich bei beiden vom Pushen her gleich aus. Nur für den Kills ist halt ein minimaler Unterschied. Ich habe meinen Red Buff nicht mehr, dann hat er Splits. Naja. Karthus, was machst du? Hier, nein, rein, rein, Karthus, rein! So.
mal ein bisschen uns ins Geschehen stürzen, wenn es auch nur hier was sein sind. Und Salbe auf Vayne. So, diesmal haben wir aber... Halt! Jetzt haben wir ihn. Wollte schon sagen. Ah, da ist Riffen. Hat aber noch sehr viel Leben eigentlich. Buff. Und noch den abgeholt. So, hier noch ein paar Vasallen sammeln, Leben auffüllen und von Niederländer dabei helfen lassen. Ach, zwei. Das wird immer besser. Okay, dann erstmal weg. Haben die eigentlich viel... Oppo, ah, hat sie recht. Haben die eigentlich viel Rüstung? Eigentlich nicht, ne? Gut, dann brauche ich nicht... Erstmal den letzten Abendzug nicht holen, das kann ich mir dann später machen. Zack, zack. Mal gucken, was hier so los ist. Oh, das sind ein paar. Katos sollte da nicht hingehen. Wir auch nicht. Ich will gehen. Und, ah ne, Redbuff hole ich mir noch. Ist ja gerade da. Er braucht seinen Blue, aber er ist gerade nicht da. Zumindest nicht für dich. Ah, großer Teamkampf. Gib mir deinen roten, schnell! Oh, ich renn rein. Okay. Nein! Nicht mich töten! So. Jetzt haben wir erstmal wieder Leben, aber es hilft uns nichts, wenn wir immer noch keinen Mana haben. Irgendwas haben wir gerade getroffen, ja, das war eine. Wie viel Leben hat die? 500. 425 Schaden mache ich. Mist, nicht angeklickt. Ich will aber auch jetzt nicht meinen Pfeil einfach dahin schießen. So. Das ist ein Blitz. Ramos kommt von oben. Mal sehen. So. Zack. Und haben wir die Vasallen auch noch. Das Mana lädt sich immer noch sehr langsam auf, aber jetzt haben wir ja wieder genug für unsere Ulti. Oh nein. Nein. Ah. Okay. Da bin ich tot. Aber Ramos habe ich wenigstens das Leben geschenkt. Auch wenn er noch genug hatte. Aber naja. So, und jetzt haben wir die Wahl zwischen Blutduster und Attack Speed. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen Attack Speed. Mal sehen, ob ich es finde. Da ist er. Den möchte ich gerne haben. Den kann ich mir auch holen. Und unser Turm signiert nicht das zeitliche. Ist schon mal gut. Dann noch ein bisschen den Frostfall-Skin und. Ja. Ich finde es interessant, wie wir von uns noch Vayne bekommen haben. Ich meine, Entzünden hatte ich nicht drauf und ja, ich hätte nur meine Ulti drauf geschossen. Und vielleicht noch ein paar Outrits. Wenn es hochkommt. 185 mit der KDU? Ist nicht ein bisschen wenig? Oh, jetzt gerne Ulti.
Bleib stehen. Naja, einen habe ich noch. Und der andere überlebt. Leider. Gott, das hat keine Ulti. Na. Na komm, Riffen. Ab. War der gerade gestunt oder warum ist er stehen geblieben mit seiner. Mit seiner Fähigkeit? Naja. Will ja nicht meckern, ich habe mich auch gerade dumm angestellt. Tja. Sowas kann passieren, dass einfach mal LOL abstürzt. Ja, doof. Hoffen mal, dass hier nicht allzu viel passiert, während wir weg sind. Und ich sehe gerade dieser Nethervents PvP, der wollte vor uns schon. Der war ja vor uns, wo wir noch im Team waren. Nein! What the fuck? Bin ich einmal weg, wollen sie schon aufgeben? Was ist denn los? Ja, da bin ich, vor uns ja in der Warteschlange sind wir schon rausgeflogen, weil bei den Gegnern einer gelieft ist. Und da bin ich wahrscheinlich ins gegnerische Team gerutscht. Wollen die aufgeben? Es geht los oder was? Ich bin doch nur mal kurz weg gewesen. Bin ich eigentlich gestorben? Hatte ich schon vorher 4 Tote? Kann sein, hä? Dragon, den haben wir hoffentlich auf jeden Fall. So, mal sehen, da ist der Gegner. Blitz, du bist ein Crabber, hol ihn. Ah, oh, schön hat er. Was? Würde mich wundern, wenn sie den noch hat. Ah, schön. Ah, ich hätte nicht mehr gekriegt. Ja, stimmt, da oben ist was. Ja, gehen wir mal dahin. Ah, schade gewesen, aber immerhin haben wir sie noch. So, gehen wir erstmal back. Können wir uns eine Blutdürster holen. Okay, da war das Geld auch schon wieder alle. Jetzt wirst du doch rumgerissen kriegen, Mensch. Auch wenn es gerade turmmäßig. Stehen wir, glaube ich, bloß einem Rückstand. Der untere ist mehr weg, ja. Baron vielleicht. Ne, sind sie gerade nicht. Okay. Da ist ein Brand. So. Haben wir erstmal den ekelhaften Brand los. Und der Crab ging ins Leere. So, und die dürfte nicht mehr wegkommen. Würde mich zumindest wundern. Und die Salve ging ins Leere. Schade! Na komm schon. Ich will hier was töten. Ah, wie ich solche Flash-Dinger hasse. Ich nutze sie zwar selber gerne, aber wenn ich sie. Wenn sie der Gegner macht, dann ist das doof. Ganz einfach. Ich darf das. Das Blitz. Er steht immer noch da und wartet auf seine. Auf seine Gelegenheit. Und Kratos unten macht.
Scherze, okay. Baron, sehe ich ein. Ja, Ramos, ja. Weil das ganze Team gerade da ist. Abwehren können wir es. Noch einmal. Also einen können wir abwehren. Und Niederle ist unten, von daher könnte sogar funktionieren. So, Hammer. Jetzt aber. Jetzt machen wir das Sack zu. Ja, bitte. So muss es sein. Nahkampf, Ash. Bam. Mach meine Diana fertig. Echt, dass ich den Nahkampf gegen eine Diana überlebe? Ich dachte eigentlich, ich bin sterbe so. Und nehme sie vielleicht noch mit. Ja, kannst du denken? Ich nehme mich nicht, Kumpel. Ja. Jetzt haben wir die Vasallen mitgenommen. 14-4, es geht. Könnte besser sein. Nee, also wirklich, ist eine gute Runde. Außer, dass ich gerade eben kurz rausgeflogen bin, aber sonst... Wenn es jetzt die Aufnahme irgendwie deshalb verkackt hat, ey, ich geh kaputt. Scheiß auf Niederle. So. Oder oben noch. What the fuck? Hör auf zu pingen! Meine Fresse! Ich will den Turm da noch kaputt machen. Okay, überredet. Oh, jetzt holen sie nicht mehr. Oh. Was ist denn da? Der Red Buff? Ich will aber Gegner töten. Okay, mal sehen. Big Teamfight im Busch. Oder zumindest geplant. Boom. Ich bin hier der Abschauer, ey. Nicht nochmal Gefahr laufen, dass ich nochmal sowas abkriege. Okay. Collation, hinter uns. Hallo? Ramos? Ich habe keinen Bock gegen eine Riven anzutreten. Na, dann mach ich's halt. So, und jetzt dürfen wir eigentlich mit dem Turm hier das noch regeln. Dann war es das, glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Glaube ich. Au! Heiß! Macht das mal ohne mich, Jungs. Ja, ist aber, da ist eine Vayne. Hab ich Angst vor. Kaufen. Und dann holen wir uns dafür noch einen Blutduster. Noch mehr Schaden. Und einen Eifer. Ah gut, mehr können wir jetzt nicht draus machen. Dürfen wir aber dann
Rein theoretisch dürfte man nichts mehr verkacken. Dürfte eigentlich gut laufen. Auch wenn ich jetzt alle Kills habe. Wenn die Gegner mich jetzt nicht direkt fokussen, dann haben wir das Ding ja eigentlich mehr oder weniger. Wie brauche ich eigentlich für meine Schatten? 1006er? Okay. Da fehlt das Team noch irgendwie im Hinterkopf und in der Hinterhand. Wenn die das jetzt nicht gesehen haben, dass hier jemand ist. Ne, da bleib ich nicht im Dschungel. Hab ich Angst? Allein im Wald? Ja. Dann meins! Meins! Och Leute, genau das meine ich. Warum der aber auch in den Kampf geht? Deft, 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 deft. Oh, Alter. Ich geh kaputt, wenn die das verkacken. Zum Glück haben wir noch mindestens 3 Türme, die da ein bisschen was machen. Letzter Atemzug wäre ja jetzt auch nicht schlecht gewesen, ne? Wenn ich das so sehe, so ein bisschen Rüstung haben die ja jetzt schon. Obwohl, ist ja nur Diana. Und die hat nur hier eine Kettenrüstung. Und naja, gut, Schleider, du bist jetzt mal Giresi. Oh shit, und Katos und Nidale, gut, Nidale ja, aber Katos hat jetzt nicht so die krasse Verteidigung. Oh, verdeff doch dort! Bah! Ja, klasse. Nein, 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 bloß nicht, bloß nicht, bloß nicht. Lass mich rein! Bam. Das Leben schon wieder so viele. Wenn wir jetzt noch immer sowas wie gerade eben verkacken, ey, dann... gute Nacht. Ramos, bitte? Komm schon, komm schon, komm schon! Scheiß drauf. Achso, ich kann keine Instinkte drauf machen. Komm, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt! Na, da muss aber was sein, abfahren. Und Leben aufladen. Ah, okay, das war's. Ah. Hm. Schaffen wir das noch? Kleiner Funke Hoffnung ist da, aber naja, allzu groß ist er nicht. Das Blitz ist crank und er müsste jetzt irgendwie noch verteidigen. Ah, das war's.
schade, schade. Lief so schön.